Ihr seid wirklich wahnsinnig toll und laut. Das hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir brauchen auch gar keine Berichterstattung in der Zeitung, weil hier sehen uns mindestens so viele Leute, wie die RNZ abonniert haben. Also es ist nicht immer ganz einfach. Wie gesagt, wir hatten es mit der Polizei besprochen. Das ist natürlich ein sehr unmittelbarer, sehr direkter Kontakt. Ja, wir sind jetzt immer durch die Weststadt gelaufen. Das war eher ruhiger. Jetzt haben wir den direkten Kontakt. Das ist aber, glaube ich, wirklich wichtig. Ja? Wir müssen den Leuten wirklich zeigen, dass wir nicht verschwunden sind und dass wir weiter den öffentlichen Raum auch beanspruchen und unsere Meinung sagen dürfen. Bevor ich jetzt am Ende noch ein paar Worte sage, kündige ich schon mal an. Wir haben heute eine kleine Aktion am Ende vorbereitet. Also wir werden gerade auch Liedtexte ausgeteilt, wer nachher beteiligt sein möchte. Wir werden zusammen alle müssen hier bleiben und mitsingen. Die Gedanken sind frei. Siermark hat es ja vorhin schon gesagt, der Siermark liebt in das RKI. Wir alle lieben das RKI. Das RKI arbeitet einfach gut und ist unheimlich vertrauenswürdig. Ich habe auch gemerkt, ich bin in den letzten Monaten immer wieder mal auf YouTube zensiert worden. Ich werde jetzt nur noch Dinge sagen, die das RKI auch sagt. Damit fange ich heute an. Also, wir erinnern uns ja, also heute ist es schwer, aber manche von euch erinnern sich vielleicht an den letzten Winter. Überall galt 3G, manchmal galt auch 2G. Menschen ohne Impfnachweis mussten sich ständig und überall quasi täglich testen. Für Geimpfte galt das selbstverständlich nicht. In den Wochenberichten in dieser Zeit konnten wir lesen, dass die Inzidenzen für sogenannte Ungeimpfte ungefähr zweimal bis zu zweimal so hoch war, wie die Inzidenzen für die sogenannte geimpfte Bevölkerung. Seit März wurde in Deutschland die 3G-Regel in immer mehr Bereichen aufgehoben. Interessanterweise konnten wir in den Wochenberichten des RKI ab diesem Zeitpunkt feststellen, dass sich die Inzidenzen von zwei- und dreifach Geimpften und von Ungeimpften praktisch nicht mehr unterscheiden. Das ist auf jeden Fall ein Trommelwirbel wert. Wir waren alle furchtbar überrascht. Die errechnete Impfeffektivität, also die vom RKI errechnete Impfeffektivität, also der angenommene Schutz vor Infektionen, schoss dadurch in den Keller. Das RKI hat uns wöchentlich gezeigt, dass diese Impfstoffe nicht vor Infektionen mit SARS-CoV-2 schützen. Damit war spätestens im April für jeden klar erkennbar, Diskriminierungen von Ungeimpften und die Impfpflicht zum Schutz vulnerabler Gruppen sind erwiesenermaßen sinnlos und damit offensichtlich verfassungswidrig. Das hätte eigentlich das Ende aller diskriminierenden Maßnahmen und das Ende der bereichsbezogenen Impfpflicht zur Folge haben müssen. Stattdessen war es aber nur das Ende der Berichte über die Impfeffektivität durch das Robert-Koch-Institut. Ende April hat man sich entschieden, diese Impfeffektivität nicht mehr zu berechnen, nicht mehr anzugeben. Und jetzt, ungefähr 10 Wochen später, geht das RKI doch wieder in seinem Monatsbericht auf diese Impfeffektivität ein. Der aktuelle Monatsbericht von letzter Woche, am 7.7. erschien. Bei der Lektüre hat mich beeindruckt, die Kreativität, mit der hier wieder mit Zahlen und Statistiken umgegangen wird. Die Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften finden wir aber wiederum nicht. Und das RKI begründet das auch. Wie folgt, ich zitiere, in der Omikron-Welle und bei geänderten Testpflichten ist davon auszugehen, dass sich das Testverhalten in der Bevölkerung geändert hat.
Dies kann zu einer Verzerrung bei der Berechnung der Impfeffektivität führen. Also, mit anderen Worten, ohne 3G, wenn sich also Ungeimpfte nicht mehr häufiger testen müssen als Geimpfte, befürchtet das RKI eine Verzerrung der Daten. Liebe Mitarbeiter beim RKI, was ihr als Verzerrung darstellt, das nennen wir die Realität. Ja. Nur wenn sich Geimpfte und Ungeimpfte gleich häufig testen, bekommen wir eine realistische Berechnung der Inzidenzen. Das sollte man als Wissenschaftler eigentlich wissen. Ich gehe aber davon aus, dass das RKI auch die Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften wieder getrennt ausweisen wird. Wahrscheinlich spätestens im Herbst, wenn 3G wieder eingeführt werden wird. Was das RKI in seinem Monatsbericht von letzter Woche aber statt eigener Zahlen angibt, sind dafür ein paar Ergebnisse von Studien zur Schutzwirkung der sogenannten Impfstoffe gegen Infektionen mit Omikron. Dabei zeigen 6 von 7 Studien eine Effektivität der Impfstoffe gegen Omikron von 0 bis maximal 25% in den ersten 3 Monaten nach der Impfung. 0 bis 25%. Nach diesen 3 Monaten zeigen die meisten Studien überhaupt keine Schutzwirkung mehr. Eine einzige Studie kommt in diesem Zeitraum noch auf eine Effektivität von 20% Schutzwirkung. Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Die einzige Studie, die das RKI zitiert, die auch Boosterimpfungen untersucht hat, kommt auf eine Effektivität von knapp über 50%, aber nur im ersten Monat. Impfstoffe mit derart niedrigen und kurzen Wirksamkeiten wären unter normalen Umständen nicht auf dem Markt. Sie würden keine Zulassung erhalten. Jeder muss natürlich klar sein, wer sich mit diesen Impfstoffen impfen lässt, ist nicht vor Infektionen geschützt und kann natürlich das Virus weitergeben. Vor diesem Hintergrund ist die Einführung einer Impfpflicht zum Schutz anderer vollkommen sinnlos und damit natürlich verfassungswidrig. Die Richter am Bundesverfassungsgericht, wir wissen es alle, haben trotzdem die bereichsbezogene Impfpflicht abgesegnet. Aber bei ihrer Beurteilung der Schutzwirkung stützen sie sich offensichtlich auf veraltete Zahlen des RKI, die aus den Zeiten stammen, als die Datenlage tatsächlich noch vollkommen verzerrt war. Dass sich diese Richter nun weigern, neue Anträge gegen die Impfpflicht anzunehmen, weil sie wissen, dass sie dann ihren Beschluss nicht halten können, ist ein Skandal. Aber die Justiz arbeitet ja mittlerweile nach Prinzipien, die nicht nur für juristische Laien rätselhaft sind. Sachverhalte werden nicht mehr unabhängig geprüft. Die Sichtweisen der Politik oder des Robert-Koch-Instituts geben bei der Rechtsprechung den Ausschlag. Gerade letzte Woche mussten wir erleben, wie das Verwaltungsgericht in Leipzig die Anträge 2 Offiziere gegen eine Impfpflicht bei der Bundeswehr abgelehnt hat. Die Begründung, der erste Wehrdienstsenat hat sich nach der von ihm durchgeführten Sachverständigenanhörung auch der Bewertung angeschlossen, dass die Impfung gegenüber der nunmehr vorherrschenden Omikron-Variante eine noch relevante Schutzwirkung im Sinne einer Verringerung der Infektion und Transmission bewirkt. Hier bezieht sich das Verwaltungsgericht offenbar auf die gleiche Datengrundlage, die schon zu Zeiten des Verfassungsgerichtsbeschlusses vollkommen veraltet war. Es wird klar, warum das RKI keine neuen Zahlen zu Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften liefert. Es werden lieber alte und durch unterschiedliche Testhäufigkeiten verzerrte Daten gemittelt, um noch irgendwie eine schwach positive Schutzwirkung der Impfstoffe zu basteln.
Genau wie die Richter in Karlsruhe weigern sich auch die Richter in Leipzig, aktuelle Erkenntnisse und Einschätzungen unabhängiger Experten in ihre Bewertungen mit einfließen zu lassen. Man stützt sich auf einen angeblichen Kenntnisstand, der seit Monaten überholt ist und sagt, es ist alles rechtens. Weil zum Zeitpunkt, als die Anordnung oder das Gesetz erlassen wurde, wusste man es ja nicht besser. Mit dieser Haltung würden diese Richter sicher auch Hexenverbrennungen zu Rechten erklären, denn damals wusste man es ja auch nicht besser. Dieses beschämende Fehlurteil des Verwaltungsgerichts in Leipzig wirft ein Schlaglicht auf eine Berufsgruppe, die mindestens so schwer von politischer Gewalt betroffen ist, wie die Menschen in Gesundheitsberufen. Die Soldaten der Bundeswehr. Im Soldatengesetz steht, dass jeder Soldat verpflichtet ist, sich im Interesse der militärischen Auftragserfüllung gesund zu erhalten und dabei ärztliche Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten gegen seinen Willen zu dulden. Ich weiß nicht, welche ärztliche Maßnahmen die Verhütung oder Bekämpfung von Covid-19 bewirken soll. Wie gerade erläutert, zeigt auch der aktuelle Monatsbericht des RKI, dass die aktuellen Impfstoffe die Übertragung des Virus nicht verhindern. Und die Hospitalisierungsinzidenzen bei 18- bis 59-Jährigen, und so alt sind ungefähr die meisten Soldaten, diese Inzidenz liegt seit Monaten deutlich unter 1 pro Monat. Das heißt, deutlich weniger als einer unter 100.000 Erwachsenen muss wegen Covid im Krankenhaus behandelt werden. Und das gilt für die Geimpfte wie Ungeimpfte gleichermaßen. Ich denke, die militärische Auftragserfüllung der Bundeswehr ist durch diesen Krankenstand nicht wirklich gefährdet. Eher durch andere Dinge. Im Soldatengesetz steht auch, nicht zumutbar für einen Soldaten ist eine ärztliche Maßnahme, die mit einer erheblichen Gefahr für Leib oder Gesundheit verbunden ist. Das sagen wohl auch einige Soldaten so. Im Oktober letzten Jahres waren gut ein Viertel aller Bundeswehrsoldaten noch nicht geimpft. Ende November wurden dann die bedingt zugelassenen Impfstoffe in das Basisimpfschema der Bundeswehr aufgenommen. Das heißt, Soldaten mussten diese Impfung ab diesem Zeitpunkt dulden. Wer sich nicht impfen lässt, verweigert einen Befehl. Es droht nicht nur der Ausschluss aus der Bundeswehr. Die Impfverweigerung stellt faktisch eine Dienstpflichtverletzung dar, die mit Arrest geahndet werden kann. Eine solche Gehorsamsverweigerung kann sogar als Wehrstraftat geahndet werden. Das bedeutet im Extremfall, einem sogenannten Impfverweigerer in der Bundeswehr können Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren drohen. Auch wenn solche Freiheitsstrafen wahrscheinlich in der Regel zur Bewährung ausgesetzt werden, gilt man danach als vorbestraft. Dass Menschen, die eine wirkungslose und gefährliche Impfung verweigern, kriminalisiert werden, ist unfassbar. Und dass vor diesem Hintergrund die Impfquote unter Soldaten von 74 auf 94% angestiegen ist, ist auch nicht erstaunlich, sondern ein Skandal. Ja. Auch diese Menschen, genau wie wir, genau wie die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, wurden dazu gezwungen. Die verbleibenden 6%, das sind ungefähr 11.000 Soldaten, die trotz dieses enormen Drucks immer noch ungeimpft sind, die nicht in blindem Gehorsam das Einzige, wir verdienen unseren Respekt und unsere Solidarität.
Sie verkörpern tatsächlich das Ideal des Staatsbürgers in Uniform, der sich seiner persönlichen Verantwortung bewusst bleibt, der nur rechtmäßige Befehle befolgen wird und dem Menschenrechte nicht gleichgültig sind. Aber vielleicht braucht man ja in Zukunft keine Staatsbürger in Uniform mehr. Vielleicht braucht man eher unkritische Befehlsempfänger, denen Menschenrechte weniger wichtig sind. Die Richter in Leipzig haben jedenfalls ihren Auftrag ausgeführt. Hätten sie die Duldungspflicht für unrechtmäßig erklärt, hätte das ernsthafte Konsequenzen für die Vorgesetzten bedeuten können, die eine Impfung ihrer Soldaten angeordnet haben. Militärische Vorgesetzte tragen die Verantwortung für ihre Befehle. Sie könnten für die Anordnung rechtswidriger Befehle straf- und wehrstrafrechtlich belangt werden. Zumindest in einem Rechtsstaat. Aber sicher nicht bei uns. Vielen Dank. Kurzes Ergänzen zu dem Urteil aus Leipzig. Also es ist so, dass die Richterin Martina Eppelt, die geborene hier 9.10.69, die hat ein bestimmtes Thema gehabt in ihrer Promotion. Und ich möchte das, den Titel hier vorlesen, weil ich glaube, dass das nicht unwichtig ist. Und zwar ist der Titel Grundrechtsverzicht und Humangenetik. Der Verzicht auf Grundrechte, insbesondere im Rahmen der Einwilligung in Anwendung neuer humangenetischer Diagnose- und Therapieformen. Das habe ich heute auf Wikipedia, also Stand heute, gelesen. Ich danke euch fürs Zuhören.